Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen kurzen Mod-Vorstellung. Ich versuche wirklich die Mod kurz zu halten. Und zwar geht es um Agricraft. Agricraft ist ein Mod, der uns dazu bringt, Samen zu züchten. Und zwar sie stärker zu züchten, sie schneller zu züchten und den Ertrag höher zu schaffen. Und auch uns die Möglichkeit gibt, nicht nur Erze daraus zu machen, sondern auch andere, weil wir sozusagen uns die Faulheit nehmen, Redstone, Eisengold, Diamanten zu züchten, hochzuzüchten, damit wir nicht mehr viel farmen müssen. So. Agricraft ist aber nicht nur Agricraft, wenn Agricraft nicht kombinierbar wäre. Und zwar ist Agricraft kombinierbar mit folgenden Mods. Derzeitig durch, weil wir Skype hier, beziehungsweise Sky spielen, mit Botania, Farmcraft, Fam Expansion, Buildcraft Pipes und Mine Factory Loaded. Da kommen wir gleich alles noch zu. Des Weiteren könnt ihr noch End.io hinzufügen, wenn ihr wollt. Das ist dann meist nur wegen den Pipes, wegen den Energiequellen. Halt, dass ihr Strom machen könnt. Aber das sind so die Grundsätze, die wir bei Sky sehr gut damit kombinieren können. Aber nichtsdestotrotz, Mod-Vorstellung. Agricraft. Was gibt uns Agricraft eigentlich neu? Agricraft gibt uns Wassertanks neu. Wassertanks, die uns das bereitstellen, dass wir Wasser in diesen Tanks speichern können. Warum brauchen wir Wasser? Damit wir die Pflanzen bewässern können und dass sie auch schneller wachsen können. Für die Fortpflanzung. So, und dann gibt es halt die Behälter, die Wassertanks, die kann man kombinieren. Einzeln, bis in die Höhe, wie man möchte. Dann kann man so ein Dreierbecken erschaffen. Zweier geht nicht. Ein 2x2 Becken. Oder eine beliebige Größe, wie man es gern haben möchte. Ich habe es jetzt hier noch 3x3 gemacht. Und natürlich auch die Höhe ist variabel. Kein Problem. Ihr könnt es auch nach unten bauen, dass ihr so einen tiefen Tank habt. Aber warum wir keinen tiefen Tank machen, liegt ganz einfach, weil wir die Sprenkler haben. Sprenkler sind dafür da, dass wir unsere Felder bewässern, ohne Wasserflächen aufzubauen. Hier haben wir dann einmal den Sprenkler, normale Pipes bzw. Channel und einen Verteiler, der dann hier die Möglichkeit uns gibt, in mehrere Richtungen auszuteilen, je nachdem, wo wir es hin möchten. Hier oben haben wir eine kleine Zusätzlichkeit. Hier oben ist sozusagen ein Gatter, was wir schließen können. Wenn man das jetzt sieht, ist jetzt der Tank zu. Wenn wir es öffnen, gehen diese kleinen Pforten hoch und lassen wieder Wasser durch. Hier ist dann der große Tank, der es dann sagt, okay, ich fülle mich auf, beziehungsweise füllt sie auch mit Regen auf, also kein Problem dadurch. Und wir können es auch schließen und warten halt, bis das wieder leer ist, bis wir kein Wasser mehr brauchen. Oder wir sagen, okay, wir bepflanzen momentan gar nichts, auf diesen Feldern ist nichts los, schließen was. Aber ich lasse es mal gern offen. So, da kommen wir zu der Neuigkeit. Ihr könnt den, wie gesagt, Firm Expansion nutzen, damit diesen Tank mit Wasser füllt. Ist viel einfacher, anstatt mit Regen oder mit Eimern zu füllen, ist das ganz angenehm. Wo ihr darauf achten müsst, ist sogar, dass ihr das gleiche Holz für die Channel, beziehungsweise für die Pipes, für die Kreuzung, bei dem Sprinkler bleibt alles das gleiche, und für den Tank das gleiche Holz nutzt. Wie ihr seht, Oakwood und Silverwood, das ist das von Farmcraft. Man sieht, es hebt sie sehr, sehr ab, ist aber nicht kombinierbar. Das heißt, ihr müsst das gleiche Holz verwenden. Natürlich nützt ihr Oakwood, weil es am billigsten und am schnellsten rankommen ist. Gar kein Problem. Welche Items haben wir noch? Welche uns neu bringen? Da kommen wir gleich zu. Fences ist klar, aber in verschiedenen Varianten, die kombinierbar sind. Das heißt, es gibt noch einige mehr, die dazu kommen. Ich habe jetzt immer nur die ersten 9 genommen. Also es gibt noch, je mehr ihr Holz habt, je mehr Holzsorten ihr habt, kann Agricraft das hinzufügen. Gleiche gilt für die Seed Storages. Seed Storage, bitte aufpassen, Seed Storage sind nur dafür da, dass ihr eine Sorte der Samen, beziehungsweise komplett Wheat, den nächsten Storage nur für Melonen, den nächsten nur für Karotten oder die anderen nur annehmen könnt. Ihr könnt keine mehreren Samen einreinpacken, das ist nur für Einzelsamen, beziehungsweise nur für eine Sorte der Samen. Was kriegen wir noch? Wir kriegen solche Wooden Grate. Da können wir so Lianen hängen, damit es halt ein bisschen schön aussieht, damit die halt nach oben wachsen, beziehungsweise die wachsen ja von oben nach unten. Einfach nur so als Deko-Element. Gibt es noch ein neues? So eine Art Hake, eine Schere, eine Lupe, Quops, das Buch und eine Schaufel. Die Schaufel ist dafür da, um einen Samen von A nach B zu transportieren. Die beiden Haken, einmal eine Wood und einmal eine Iron, macht uns den Unkraut weg. Die Schere ist dafür, dass wir kleine Beutel rausbekommen, die wir aber nicht verwenden können. Ich habe nicht gewusst, warum man das machen kann. Ich habe das einmal ausprobiert. Man kann sie untersuchen, aber es funktioniert nicht mit dem Seed Analyzer, also mit dem Mikroskop.
Die Lupe ist davon da, um darauf zu gucken, welches Gain, also welche Stärke, welcher Ertrag diese Pflanze hat. Die Crops sind zum Züchten da. Das Buch ist für den Seed Analyzer, da kommen wir gleich auch näher zu, auch zu den Crops. Gehen wir natürlich jetzt rüber. Hier haben wir einmal den Seed Analyzer, wie er normal ist, wo man nichts hinzufügen kann. Hier unten seht ihr, ist ein Buchsymbol. Packt immer das Buch gern rein. Ich zeige euch gleich auch wieso. Dann schmeißt euch ein Seed hier rein. Der analysiert das und sagt euch nach am Ende, was es ist. Das sehen wir hier. 1, 1, 1, 1, 1. Also die Stärke, wie schnell es wächst, welcher Ertrag ist und wie stark diese Pflanze ist. Jeweils 1. Das sind diese Grundvoraussetzungen. Und es gibt einige und es kann noch mehr Samen geben. Also je nachdem, welchen Mod ihr habt und wenn es neue Samen gibt, gibt es natürlich auch neue Seeds bei Agrikraft. Hier ist der Seed Analyzer. Derzeitig 53 Seeds durchgemacht. Den musst du einem, kann man einmal reinschmeißen. Dann analysiert der. Man kann auch ein ganzes Deck reinwerfen. Funktioniert. Dann können wir hier draufklicken aufs Buch und sehen, der Seed ist kombinierbar, wäre kombinierbar mit der Poppy Seed und dann würde man eine Red, also eine rote Tulpe bekommen. Anfangs ist es so, gehen wir mal hier hin, dass ihr zum Beispiel Karotten Seeds habt. Die könnt ihr mit Pumpkin und Potato Seeds kombinieren. Dann sagt er euch aber noch nicht, was ihr rauskriegt. Da sind Fragezeichen bei. Ich habe das jetzt einmal kombiniert. Man sieht, man hat einen Haufen Möglichkeiten, um an diese Seeds rauszukommen. So sieht man auch, mit was man was kombinieren kann noch, wo noch ein Fragezeichen offen ist, wo ich noch ein bisschen hintersitzen könnte, um das zu züchten. Man sieht es ja auch. Dann halt Nuggets raus, hier Lapis Lazuli. Also es gibt einige Möglichkeiten, um euch auch das zu. Hier sind Botania-Pflanzen, da kriegt man dann diese Petal, die man auch zum Craften braucht. Deswegen, das ist bei uns momentan sehr in Arbeit. Centus hat ja schon da auch seine eigene Zucht gemacht und ist momentan auch sehr dabei. Hier in Ätherwarzen, da können wir uns auch mal ein bisschen Mushrooms bisschen frei entfalten. Man sieht, ich habe bisher alles gefunden, was jetzt kein Fragezeichen mehr aufweist. Und das wär's dann auch. Auch wie von Formcraft. Taint Wotsits. Oder Wishroom. Alles kein Problem. Man kann es hier so aufbauen. Man kann es mit Pipes verbinden. Ich mache es immer gern so, weil da kann man oben alle reinschmeißen. Kann er eben zur Seite gehen und lässt das eben durchanalysieren. Dann man sieht das hier. Wir nehmen mal hier so ein Pumpkin Seed. Schmeißen es schnell rein. Ah, jetzt ist er durchgerutscht, weil er nicht analysiert werden kann, weil er schon fertig analysiert werden kann. Wir nehmen mal hier einen neuen Seed. Wo sind sie? Nehmen wir so ein Melon-Seed. Schmeißen sie fix um rein. Jetzt analysiert er den. Man sieht es ja auch. Und plopp, ist er weg. Da natürlich die Werte 1, 1, 1 sind, stacken die sich. Überhaupt kein Problem. Wir haben das. Wir haben das. Die Crops. Die Crops sind hier vorne. Zu den Crops ist es ganz einfach. Das, was wir züchten möchten. In der Mitte, was wir daraus die Kreuzung erschaffen wollen, braucht immer zwei Crops. Da, wo die Samen links und rechts sind, also unsere, sagen wir, unsere Mutter- und Vaterpflanze, wo wir das raus kombinieren wollen, brauchen jeweils so einen. Dann können wir unseren Seed drauf machen und dann war es das. Mehr ist das nicht. Ihr müsst immer nur darauf achten, was ihr für eine Erde braucht oder Sand oder welche Eigenschaft ihr als Block braucht, damit ihr es setzen könnt und welche Zusatzeigenschaft als Block ihr darunter braucht. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und man kann mit Rechtsklick einfach ganz easy ernten und bekommt dann euer Sugarcane zum Beispiel und könnt es eigentlich nicht hier drauf lassen, weil Sugarcane braucht Sand. Und da können wir Sugarcane mit irgendwas kombinieren und würden dann im späteren Verlauf die neue Pflanze bekommen. Man kann es auch mit Baumehl ein bisschen schneller machen, aber nicht bei jeder Pflanze. Das wäre das. Hier sind die Seeds aus Vanilla Minecraft, Nitor. Die kommen so alle dazu zu Agrikraft. Brown und also roter und brauner Mushroom, Melon Seeds, Pumpkin Seeds, Nitterwarze, Kaktus, Bambus, Karotten, Kartoffeln. Hier oben sind die ganzen Pflanzen, also die Farbgeberpflanzen, die uns Farbe geben. Und natürlich Wheat. Ist natürlich selbstverständlich. Hier haben wir Seeds aus Farmcraft. Das ist der Cinderpearl, der Shimmerleaf, der Wishroom Spore und der Taint Wot. Die sehen wir gleich auch da hinten. Und hier sind noch Seeds aus Botania. Das sind dann hier die 18. Sind das 18? Ne, die 16 Stück sind ja 16 Farben. Die 16 Farben-Petal, die uns neu dazugekommen sind. Wo man halt auch die Stärke von 10, 10, 10 machen kann. Was übelst stark ist und auch viele diese Blätter gibt. Jetzt komme ich zu den angesprochenen Extra-Blöcken, die manchmal da drunter sein müssen, damit diese Pflanze überhaupt gekreuzt werden kann. An der Stelle.
Das heißt, ihr wollt zum Beispiel euch eine Goldpflanze machen, dann setzt ihr rechts und links die normale Pflanze hin, die ihr dazu braucht. Natürlich müsst ihr auch achten, ob der Eigenschaftsblock mit drunter ist. Dann kommt darüber hinaus, setzt Erde, den Goldblock darunter und müsst natürlich warten, bis die Goldpflanze rauskommt. Hier sehen wir so gerade Goldpflanze, eine Almenpflanze, eine Dia-Pflanze, eine Lapis-Lazuli-Pflanze. Und sieht das dann manchmal. Hier ist eine Emerald-Pflanze, eine Redstone-Pflanze, sehr, sehr gut für uns. Eine Quarzpflanze. Dann haben wir hier eine Kupferpflanze, eine Zinnpflanze, also eine Plumbinpflanze, also eine Lidpflanze, das Blei. Silverweed ist Silber. Das müsste Aluminium sein. Hier haben wir Ferrus oder Nickel. Und am letzten Plutonium. Und da unten ist ein Shiny Iron. Sehr, sehr schwer zu bekommen. Hier geht es dann weiter. Die Taint-Pflanze ist gerade weggegangen, weil das Taint sich aufgelöst hat. Da können wir mal einmal, das kann ich euch einmal zeigen. Taint. Und zwar brauchen wir da hier, wäre das jetzt die Taint-Pflanze, Taint-Soil und Crunch-Tate. Jetzt haut er gleich. Ah, Wasser. Hau mal kurz ab. Kann diesen Block. Danke. Den Block verschwinden lassen. Dann kann man sowieso. Dazu müsste er wieder crushed. Dann das Taint Soil. Man sieht's. Ist normale Erde. Ah, jetzt habe ich sie gemampft. Ich wollte sie doch nicht mampfen. Ich wollte sie doch nicht mampfen. All dies ekelhaft. Ah ne, das ist die Tentakel. Ich brauche die Spore davon. Wo ist sie? Da ist sie. Und dann sieht man, man kann sie anpflanzen. Ganz in ruhig. Mit Crops und sowas muss man natürlich denen allen Eigenschaften geben. Ich habe es jetzt natürlich hier in eine Wüstenlandschaft gepackt und man sieht, ich bin auf einer Sky-Welt. Sugarcane bleibt so. Muss man auf Sand setzen. Kaktus auf Sand ist natürlich klar. Die beiden Mushrooms und den Wishroom, den man rechts sieht, packt man auf Mazilium. Kommt nichts runter. Nitor, Glowstone drunter. Soul Sand, Cinderpearl, nur Sand. Dann haben wir diese Shimmerleaf. Farmland, also normale Erde. Scheinbar mit einer Hake drüber geht. Silverwood. Wie gesagt, der Wishwoom auch mal mit Mycelium. Und die Botania-Pflanzen auf Petzold. Dadurch kommt Agricraft auch sehr, sehr gut zustande, weil Agricraft uns die Möglichkeit Petzold zu craften. Das könnt ihr aber gerne nachgucken. Und das ist das Einfachste, was eigentlich so neu gibt und was auch viel, viel Spaß macht, um diese sehr, sehr hoch zu züchten. Da kommen wir auch zu den Folgen von Skype. Den tue ich auf jeden Fall euch eine Folge nach unten reinpacken, die super gut für passt. Und warum eigentlich Mine Factory Loaded? Weil Mine Factory Loaded uns Harvester bietet. Harvester sagen uns, wir setzen uns Crops hin. Er kann uns Pflanzen abernten. Er braucht keinen Planter. Wir setzen uns Pflanzen und können es ernten. Und hier war er schon ein bisschen fleißig. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Baumwolle. Und wenn er sieht, gleich, zack, Kartoffel weg. Zack, Pflanze, weg. Botania-Pflanze und plopp, weg. Kommt alles hinten rein. Gar kein Problem für ihn. Das können wir jetzt mit allem hier so machen. Seht ihr das, wenn wir jetzt ein bisschen so mit drüber gehen? Ihr pflanzt das, je stärker eure Pflanze ist, also 10, 10, 10, die Stärke, ja, der Ertrag und wie schnell die wachsen. Also der Ertrag ist natürlich am wichtigsten. Wenn ihr 10 da voll habt, dann ballert ihr euch das in Sekunden voll hier. Und das ist extrem viel. Das habe ich derzeit hier bei den Melonen sieht. Und die Kiste ist relativ schnell voll dadurch, wenn man dann so ein kleines Feld hat. So. Was kann man eigentlich zu diesem Mod sagen zum Endeschluss? Man sieht, kurzer Mod. Das will ich hier sehr, sehr kurz halten. Sehr spannend. Er ist ein bisschen zeitaufwendig, wenn man alles wirklich auf 10 haben möchte. Also den Wert 10 bei jedem. Und es macht sehr, sehr Spaß, sich darum zu kümmern. Weil man muss wirklich aufpassen, dass das Unkraut nicht dadurch entsteht und die ganzen Pflanzen zunichte werden. Besonders wenn man sehr, sehr gute Pflanzen hat. Deswegen muss man da auch gucken, dass man die später sehr in Massenproduktion gibt, die Pflanzen, dass ihr mal, wenn ihr Pech habt, mal, wenn mal irgendwas passiert, Unkraut drüber kommt, es wegfließt. Also, habt Spaß mit Agricraft, ich verlinke euch den Mod in der Beschreibung und eine Folge noch von Skype hier, von mir und Centus. Und deswegen würde ich sagen, bis dann, wenn es euch gefallen hat, euer Flash und tschüss.